Leute, jetzt tun wir den Tiguan konfigurieren und da habe ich schon mal die Seite hier geöffnet. Wir haben hier vier verschiedene Modelle. Hier unten sind auch noch mal verschiedene Modelle. Hier haben wir ein R-Modell, ist aber wesentlich teurer. Und hier sind auch noch mal zeitlich limitierte Sondermodelle. Aber die gehen ja irgendwann weg und wir wollen ja so einen Standard-Tiguan konfigurieren. Und dann würde ich sagen, wir nehmen hier den Live. Der ist ein bisschen teurer als das Einsteigermodell. Hier haben wir 30.000, hier haben wir 32.000. Und dann gibt es schon einen gewaltigen Sprung auf 40.000. Das tun wir uns aber nicht an. Wir wollen ja was Billiges, was Günstiges. Hier bei diesem Live, bei der Live-Version kriegst du halt noch hier Klimaanlage mit drei Zonen. Also Klimatronic nennt sich das Ganze bei denen. Und das nehmen wir auch noch mit rein. Da sparen wir ein bisschen Geld. Und dann haben wir noch Einparkhilfe und Komfortsitze. Das ist schon ganz gut, wenn es noch mit drin ist. Deswegen nehmen wir die Variante hier. Also gehen wir mal hier rein in den Konfigurator. So, das sieht eigentlich jetzt schon ziemlich gut aus, muss ich sagen. Lässt sich das Ganze hier drehen. Jawohl. So, und dann nehme ich natürlich ein familienfreundliches Auto. Das wird nicht so teuer. Also die meisten, wo sich einen Tiguan holen, wollen ja ein bisschen Geld sparen und das Ganze wollen wir auch. Aber wir wollen trotzdem eine Automatik und einen Diesel. Jetzt schauen wir uns mal den Einsteigerpreis. Das war hier für den 6-Gang Benziner mit 130 PS. Dann kommt 150 PS. Dann kommt 150 PS mit 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe in DSG. So, jetzt müsste doch langsam mal hier ein Diesel kommen. Jetzt, hier haben wir einen Diesel und ich denke mal, der 122er ist ein bisschen schwach. Deswegen schauen wir mal, was haben wir da unten. Hier haben wir nochmal 200 PS. Brauchen wir nicht. Hier haben wir auch nochmal 150 PS mit Allrad. Und hier haben wir auch wieder 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe mit 150 PS, auch Diesel. Warum ist der jetzt teurer als also oh ja, das ist dann doch ein bisschen teurer. Also wenn man hier einen Diesel haben will, wird es ein bisschen teurer. Dann sind wir schon bei 35.000. Natürlich kann man den auch als Benziner nehmen mit Doppelkupplungsgetriebe und DSG. Aber wollen ja den soll ja nicht so viel zahlen, der kostet 36.000. Also der billigste Automatik kostet hier 36, aber wir nehmen einfach so, da bist du teurer, sorry Leute. Ich weiß, ihr wolltet das wahrscheinlich vermeiden, aber es geht nicht anders. Dann müssen wir dann wirklich den hier nehmen. Das ist aber ohne Allrad. Allrad würde halt noch ein bisschen mehr kosten, aber der kostet jetzt schon gute 40.000. Aber Diesel mit 150 PS, der 200 PS würde dann schon ja 44 kosten, also fast 5.000 Euro mehr. Deswegen nehmen wir den hier. Genau, das ist, finde ich, das vernünftigste Auto jetzt von diesen ganzen. So, Farben. Farben, da würde ich eine klassische silberne Farbe nehmen oder weiß. Aber ich bin eher für Silber. Das ist nicht ganz Silber, das ist Delfingrau. Dann haben wir hier noch Gingerbrown, King's Red. Oh, ja, wo, genau diese Farbe wollte ich. Da haben wir sie, die kostet 660 Euro Aufpreis. Was hätten wir hier? Haben wir noch so ein weiß Oxybei. Da wir nehmen den silbernen auf jeden Fall. So, jetzt geht's mal hier weiter. Mit unserem Dieselgeschoss mit 150 PS und 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe GSG, DSG. So. So, da würde ich eigentlich gar nichts verändern. Da lasse ich das einfach in diesen Standard-Komfort sitzen. Instrumententafel lasse ich auch. Titan schwarz, Teppich schwarz, Sitze Anthrazit und schwarz. Das lassen wir so Stoff. Wir könnten noch die Ergo-Sitze vornehmen, brauchen wir nicht. Lederpaket brauchen wir auch nicht. Also weiter geht's. So. Aber da können wir was ändern. Da nehme ich mal ordentliche Felgen. Bisschen unübersichtlich bei VW, muss ich sagen.
Was haben wir denn hier? Die, wo wir gerade drauf haben, sind 17 Zöller. Was haben wir hier? Die sehen ja ganz schlecht aus, die sehen hässlich aus. Für meines Geschm also nach meinem Geschmack sehen jetzt die gar nicht mal so schlecht aus, würde ich sagen. Ja, und die nehmen wir auch. Sind normale, gute Felgen. So, weiter geht's. Kommen wir schon zur Sonderausstattung. Aktionspakete, da kann man immer Geld sparen, Leute. Business Premium Paket für 2000 Euro. Was haben wir da drin? Muss man immer nachlesen. Also, Vordersitze beheizbar, Telefonschnittstelle Komfort mit Ladefunktion, also induktive Ladefunktion, Sprachbedienung, Scheibwaschdüsen vorn automatisch beheizt, nicht schlecht. Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar mit Schaltwippen. Ich muss jetzt sagen, das ist schon ein bisschen teuer für so wenig Sachen eigentlich. Mit Schaltwippen kriegst du halt Vordersitze beheizt. Also ich muss ehrlich sagen, es sind schon ein paar gute Optionen dabei, aber muss jetzt nicht unbedingt sein. Vielleicht kriegt man das irgendwann irgendwie auch billiger hin. Wir wollen ja ein billiges Auto konfigurieren. Chrompaket, was wird sich denn da ändern? Chromleisten an den Seitenfenstern, Dachreling, Silber elixiert. Können wir mal gucken. Das ist aber nur Geschmackssache. Also ich klicke das jetzt mal an. Hier. Jetzt aufpassen, hier ist Silber geworden. Ich finde, bei diesem Auto sieht es sogar besser aus, glaube ich. Machen wir es mal weg. Dann ist alles wieder schwarz. Ich finde, das steht dem Auto, das Silberne. Und deswegen lasse ich das auch so. Kostet auch nur 370 Euro. Jetzt Ambientebeleuchtung. 30-farbig, jawohl, nehmen wir. Wo ist denn die Ambientebeleuchtung überall? Hier an den Seiten. Okay. Ja, kann man lassen. Einstiegsleisten in vorne in Aluminium. Auch beleuchtet. Sehr gut. Ergositze, nee, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Was haben wir hier? Multifunktionslenkrad in Leder mit Schaltwippen, war schon Serie. Nicht schlecht. Kann man das irgendwie einsehen? Was ist denn das? Leder war lange. Sieht man das an der Seite? Nee, aber der hat auch Schaltwippen. So, Fahrerassistenzsysteme. Rückfahrkamera auf jeden Fall. Jetzt will er hier was hinzufügen wahrscheinlich. Bei Übernahme werden diese Features automatisch übernommen. Okay, dann brauchst du dieses Radio. Okay. Das hat sich ja auch ein bisschen geändert. Sieht auch besser jetzt aus. So, was ist denn das hier? Anhänger Rangierassistent. Nee, brauchen wir nicht. Inklusive Parkassistent und Einparkhilfe. Ja gut, die Einparkhilfe, das ist jedem selber überlassen, ob der das nimmt oder nicht. Ich brauche keine Einparkhilfe. Assistenzpaket, IQ Drive und Emergency Assistent ohne Side Assistent und proaktives Insassenschutz. Puh, nö, brauche ich eigentlich nicht. Einparkhilfe. Warnsignale im Front- und Heckbereich haben wir und auch die Rückfahrkamera. Jetzt haben wir hier nochmal Parkassistent mit Einparkhilfe. Nochmal für 215 Euro. Ist ja nicht so teuer eigentlich. Das ist eigentlich ein cooles Feature. Wenn man, ja, nehmen wir es doch mit rein, ist ja nicht teuer. Der kann er selber einparken. Lane Assist haben wir jetzt genommen. Für die Leute, die wissen wollen, was ein Lane Assist ist. Das ist wahrscheinlich ein Spurhalteassistent. So. Umgebungsansicht, Airview mit Rückfahrkamera. Das ist dann wahrscheinlich die 360-Grad-Ansicht. Die können wir eigentlich mit reinnehmen. Na, was kommt dann noch mit rein? Das fällt dann weg. Also kostet anstatt 400, 800 Euro, dann hast du aber eine 3D-Ansicht. Und automatisch, elektrisch einstellbar, anklapp- und beheizbar. Umfeldbeleuchtung und Beifahrerspiegelabsenkung.
Oh, das ist sehr gut. Das nehmen wir auch mit rein. Das nimmt er, muss er eh mit reinnehmen. Jetzt hat er hier schon ein paar Sachen. Fahrassistenzsysteme. Wo ist denn der Abstandstempomat? Vielleicht kommt es ja noch. Infotainment. Zwei USB-Schnittstellen vorne. Okay. Digital Pro. Also digitales Cockpit. Ja, 500 € bloß. Also alle hier hingucken. Kann man da hinzoomen. Ich muss aber das anklicken. So, angucken hier. Also das wird sich wahrscheinlich ändern jetzt. Jawohl, sieht besser aus. Head-Up-Display brauchst du eigentlich nicht, wenn du das hier hast. Was haben wir hier noch? Navigationssystem. Schau mal da, ja. Wir haben jetzt hier kein Navi mit drin, Leute. Die Leute, wo es haben wollen, also ich mag es eigentlich, wenn es drin ist. Und die haben hier aber zwei verschiedene Versionen. Eins für 1000, eins für 2000. Discover Pro. Was haben wir da alles denn drin? Kann man das vielleicht irgendwie nachvollziehen? Verkehrszeichenerkennung, Radio, Navi, digitale Radioempfang, Sprachbedienung, schon teuer. Saftiger Aufpreis, egal, wir nehmen es mit rein. Ihr könnt es aber auch weglassen, wenn ihr kein Navi wollt. Also ich nehme es aber trotzdem mit rein. Kostet halt 2000 €. So. Übernehmen. Hallo. So. Wie gesagt, ihr müsst das Navi nicht nehmen, das habe ich jetzt als Luxus drin genommen. Sound brauchen wir nicht, Harman Kardon, die, wo es halt haben wollen, können es halt nehmen. Sprachbedienung ist mit drin, Komfort und Nutzen. Anhängevorrichtung, anklappbar mit elektrischer Entriegelung, das ist nicht mal schlecht. Das ist echt gut für Familien, aber ich brauche es nicht. Easy Open and Close Paket. Mit Safe-Sicherung. Schlüsselloses Schließ- und Startsystem. Keyless Access mit Safe-Sicherung. Sehr gut. Heckklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und Schließung mit Fernentriegelung. Das ist sehr gut. Das lohnt sich, Leute. Keyless Go. Schon mal gut. Da müsste jetzt eigentlich hier ein Knopf erscheinen. Wahrscheinlich. Kommt der Knopf? Ah, doch. Ihr habt es gesehen, Leute. Da ist der Knopf. Der Start. Stoppknopf ist da erschienen. Also brauchst du nicht immer einen Schlüssel reintun. Was haben wir denn? Das ist ein Cargo-Paket. Ach so, das ist aber sehr praktisch. Gepäckraumboden in zwei Stufen Höhen verstellbar. Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich herausnehmbar und als Taschenlampe nutzbar. Das ist eigentlich nicht schlecht. Und eine 230 Volt Steckdose. Können wir auch nehmen. Jetzt haben wir hier ein Cargo-Paket plus sogar. So billiger. Was ist das billiger? So, Gepäcknetz und Trennwand. Ja, die, wo es dann haben wollen. Das ist ja nicht so wichtig. Reserverad will ich aber haben, wenn ich es mir kaufen würde. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Jetzt noch mal eins, aber egal. Frontscheibe drahtlos beheizbar und Infrarot reflektierend. Ne, brauchen wir nicht. Das haben wir eigentlich schon. Wenn ich das anklicke, fliegt bestimmt was raus. Ja, siehst du? Da wollte was rausfliegen. Deswegen haben wir das schon mit drin. Klimaautomatik, Panorama-Ausstelldach, sehr gut für Kinder. Ja. Also was heißt für Kinder, auch für Erwachsene? Rauchausführung, nö, schlüsselloses Schließ- und Startsystem haben wir mit drin. Seitenscheiben hinten, Heckscheibe abgedunkelt, jawohl. Standheizung kann man mit reinnehmen, aber ich brauche es nicht. Winterpaket, was ist da enthalten? Vordersitze beheizbar, Scheibenwaschdüsen vorne beheizt, jawohl. Also dann wird das Lederlenkrad auch noch beheizbar sein. Ist ja eigentlich sehr angenehm. So.
Kannst du auch die hinteren Rücksitze auch noch beheizen lassen, wenn du es willst, musst aber nicht. Ich würde Z nehmen. Licht und Sicht. Leitassistent ist mit drin. Sicherheit und Technik. Adaptive Fahrwerksregelung, DCC. So. Nee, das brauche ich auch nicht. Fahrprofilauswahl, wenn dann. Das bräuchte ich. Progressivlenkung. Nee, brauche ich auch nicht. Sportpaket. Nee. Triebwerksunterschutz inklusive Steinschlagschutz. Nö. Ja, aber habe ich jetzt eigentlich den Abstandstempomaten mit drin? Leute. Den habe ich ja nirgendwo gesehen. Lane Assist. Das ist doch kein Abstandsding. Tempomat. Wo ist denn der Abstandstempomat? Den haben wir doch gerade mit rein. Hat der keinen Abstandstempomat oder was? Das brauchen wir aber. Das finde ich jetzt so gar nicht. Wahrscheinlich, wenn ich das Head-Up aktiviere, müsste das irgendwie dann. Nee. Dann nicht. Immer noch nicht. Wo bist du? Mein Head-Up-Display. Nicht Head-Up-Display, sondern. Ist jetzt blöd, dass ich das nicht finde. Es ist DCC oder was? Fahrwerksregelung. Ich glaube, das ist es, oder? Nee, das ist es nicht, weil es heißt nicht DCC, sondern ACC. ACC. Da haben wir es doch. Automatische Distanzregelung, ACC, Stop and Go mit Geschwindigkeitsbegrenzer und das ist sogar Serie. Deswegen habe ich es nicht gesehen. Ja, okay. So. So Leute, jetzt haben wir ja alle Assistenzsysteme drin, auch den Lane-Assistent haben wir mit drin, aber es scheint eh Serie zu sein und auch ja, der Abstandstempomat ist Serie. Das haben wir jetzt alles reingepackt und wir haben jetzt hier einen Preis von 49.000 Euro. Also nee, ja, sagen wir mal 50.000 sind es, 49.900. Wegen den 100 Euro brauchen wir dann drum machen. Und jetzt haben wir hier große Felgen, Diesel 150 PS, Automatik, Klimaautomatik. Die Dachzierleiste ist in Chrom, hinten haben wir dunkle Scheiben, Sitzheizung haben wir. Es ist ein ganz solides Auto geworden jetzt eigentlich. Kann man das vielleicht hier, ja, hier kann man so nochmal Revue passieren lassen. Hier die Felgen, das ist alles Standard gelassen. Ambiente-Paket haben wir mit, ja, diese Ambiente-Beleuchtung 30-farbig. Chrom-Paket, also diese Dachzierleiste ist halt Chrom. Wir haben die 360-Grad-Kamera, Virtual Cockpit, dann haben wir Keyless Go und das, wenn du dir hier den Knopf drückst, dass es dann aufgeht. 230 Grad, Grad, warum sage ich immer Grad? 230 Volt Steckdose, hinter Gepäckraumbeleuchtung, ja, Navi, das große Navi, Verkehrszeichenerkennung, Außenspiegel elektrisch, einstell, anklappbar und beheizbar Umfeldbeleuchtung und Beifahrerspiegelabsenkung. Ein Parkhelfer habe ich auch mit reingenommen. Wie gesagt, Virtual Cockpit, Panoramadach ist mit drin, Winterpaket, also Scheibwaschdüsen vorn automatisch beheizt und Vordersitze beheizbar, Schaltwippen, das Lederlenkrad ist auch beheizbar, Head-Up-Display und das alles für 50.000. Wenn ihr da irgendwie noch einen Rabatt bekommt beim Händler, dann könnt ihr das vielleicht sogar auf ja, 40.000 oder 42.000 runterhandeln. Und ich muss sagen, wenn ihr das schafft,
auf 40, 45.000 irgendwie noch runter zu bekommen. Es ist ein wahnsinnig gutes Auto, muss ich sagen. Es ist einfach das beste Auto, so. Es ist nicht zu groß und nicht zu klein. Und ja, ich bin mal gespannt auch, wie das neue Modell dann aussehen wird von dem Tiguan. Und ich wollte euch noch ein bisschen den Innenraum zeigen, aber irgendwie braucht es voll lange zum Laden. Also hier haben wir es ja, das neue coole Lenkrad und so weiter, aber das kommt alles in meinem, ja, in dem anderen Video, wo ich dann über das Design rede. Und das war es jetzt mal mit dem Video. Dann würde ich mal sagen, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.